Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich aus Gilde Nummer 1, Rumble Time angesagt. Komm schon, Baby. Da steht's momentan, also hier haben wir ein Matchmaking-Ranking von 82, jetzt steht es für uns 26.362 zu 18.835. Schon ein solider Vorsprung eigentlich, muss man sagen. Wir die Tina rein. Ja, und dann legen wir mal los, würde ich sagen. Auf, los geht's los. So, machen wir hier auch noch. Oh, da haben wir Kämpfe noch andere scheinbar. Machen wir noch ein paar Pünktchen mit Ruf hier. Gegen Only Pay to Win. Klingt sehr gefährlich. Das ist aber nicht. Wenn man es erstmal liest, only pay to win, oh mein Gott, nur Whales, denkt man dann. So. Mr. Deliver. Bob. Ne glatte 100. So, who's the next? Who's the next? Oh, das Ganze ist irgendwie ein bisschen verzogen hier, habe ich das Gefühl. Ist jetzt wieder eine andere Einstellung. Muss ich erst mal gucken. Verdammt mich nochmal. So. Okay, jetzt ist es besser. So. Leo Chris. Oder Leo Chris. Hundert. Juhu. Rippier. Ich würde jetzt mal sagen, wir fangen jetzt erstmal mit Bob an, dann gucken wir mal, wie das er kommt. Nein, das ist natürlich goldig, ne? So. Gegen Rippier. 100. Lauren.
Und dann hinten noch das Bänderbräu. 100! Dennis. Komm, wir gehen voll auf Angriff. Auch wenn ich jetzt dadurch dann halt tatsächlich mal Punkt verliere. Hier ist der. Vorne musst du hier an. Das wird keine 100 mehr gegen Dennis. 88 nur. Das ist scheiße, wenn da eine Louise kommt, ne? Dann hast du schon echt ein Problem. Die hat halt so viele Leben am Anfang. Ja, da ist er. Jetzt spiele ich sie gerade. Es waren 38. Gegen Blizzy 808. Mit einer 100. Das ist echt so ärgerlich, ne? Durch dieses eine Match da. Das ist, wenn du den First Hit nicht landen kannst. So, gegen Main Girls. Gegen Main Girls mit einer glatten 100. Ich ahne was. Wäre nicht schlecht, wenn es jetzt mit 988 beendet wird. Jetzt sind wir schon knapp 10.000 Punkte vor denen. So, cheese it. Sieht jetzt nicht so stark aus, Cheez It. Deswegen
hat hier da oben 65 Leben beim Bobby. Sowas sollte man halt auch immer achten, um in etwa einschätzen zu können, was da eventuell für Karten kommen könnten. Ich meine, das bedeutet dann nicht unbedingt, dass es dann auch tatsächlich so ist. Kannst du trotzdem eingehen, aber du hast schon mal so einen Indikator, ein Indiz dafür, wie stark wahrscheinlich auch sein Deck dann sein wird. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit war relativ hoch, dass diese 36 bei ihm ausreichend sind. So, jetzt haben wir schon einen guten Vorsprung hier. Ibe Soso. Oh, die Tina-Tecke. Ibe Soso verhindert jetzt bei mir die nächste 100. Das sind nämlich nur 94. Damit habe ich jetzt schon 18 Punkte liegen lassen. Können immer noch 982 werden. Oh Gott. Mir schwant Übles. Maku Mazana mit 90 Leben. Das ist eine 15er Tina. Alles klar, mein Freund. Alles klar. Das ist mal eine Ansage. Kommt auch gleich mit einem Dr. Zoidberg, ne? Der ist jetzt aber schon aus dem Rennen. Und es wäre super schön, wenn jetzt mal endlich was kommen würde, womit ich auch was anfangen kann. Okay. Ja, da würde ich mal sagen, das war's hier von diesem Match. 78 nur. Meine Fresse, hat er mich jetzt Punkte gekostet. Aber ich habe wenigstens gewonnen. Gegen einen Level 15er von denen. So, ja, der zweitstärkste aktuell. Nella noch mehr Punkte. Von denen haben es jetzt 29 gekämpft. Bei uns, Dietron, also aktuell, habe ja relativ früh angefangen diesmal, wegen Weihnachten. Dietronic, 995, E-Trash Food, 991, Burger Boy, 985, Chris, 984, Lord Ado, 983, Abdem, 981, Gecko Moria, 981, Exam, 980, Junket, 978, Michael, 972, Apokalyptika, 963, Jesse, 962, Kings, 958, Dennis, 956, Robert, 954, Nati, 950, Homer J, 957, Teglis, 938, Oli Z, 915, Gamer Guy, der Pate, Herr Gleich. Ja, bin ich irgendwo bei. Irgendwo hier oben werde ich landen.
Brownie, Amir Palang, Edgar Santos, Stromi, Sonja, Ernstka, Thomas, Cookie, Ulrike, Manuel K. und Napoli. Das bedeutet, aktuell mit ungefähr gleich vielen haben wir fast 10.000 Punkte mehr geholt als die. Das sieht vielversprechend aus. Ja, ein Match ist nur noch zu spielen. Aktuell sieht es so aus, Platz 104. Drei Matches unglücklich verloren. Die Beached Whales, Puppy Playhouse und The Tokinators. Animateds, Chicken Fights, Nu Snu Brother, Naughty Animations und jetzt die hier besiegen wir wohl. Das heißt, wir haben momentan eine Bilanz 5 zu 3. Kommen noch zwei Matches. So. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaltet es mal ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Miniman gleich, haut rein, macht's gut, bis dann.